Also, herzlich willkommen, liebe Leute. Wie geht's? Wie steht's? Willkommen zu Happy Slice Pizza Test. Ich mach nochmal offiziell. Was geht, liebe Leute? Wir werden jetzt die neue Pizza von Trimax und Knossi probieren. Ich bin hier zusammen mit meiner Freundin. Freundin zeige ich mal. So, mit Angelique. Wir sind hier in Düsseldorf, weil in Wuppertal gibt's das leider nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man die nur bestellen. Und dementsprechend müssen wir einfach jetzt irgendeine Adresse, glaube ich, eingeben hier in der Nähe. Wir haben halbwegs in der Nähe geparkt auf jeden Fall. Lauf nicht gegen die Stange, pass auf. Und dann schauen wir mal, ob das, wie die Pizza so ist. Wir haben schon überlegt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat, gerne mal da eine Zwischenbezugnahme. Wir haben überlegt, eine vegane und eine normale zu bestellen. Weil vielleicht interessiert das auch viele, wie die vegane Alternative schmeckt. Findet Angie super, guck. Und dann werden wir mal schauen, was das Ganze so hergibt. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, glaubt ihr, man kann da hingehen und bestellen? Oder kann man nur... Müsste doch da eigentlich stehen, ob man abholen kann. Bei Lieferando oder nicht. Also abholen geht, glaube ich, nicht. Wir haben bisher 21 Bewertungen bei Happy Slice. Lieferung 2 Sterne, Essen 5 Sterne. Schnelle Lieferung, wirklich leckere Pizza, kann ich nur empfehlen. Unbedingt den Cookie bestellen. Super lecker, super pünktlich, immer wieder gerne. Die Bestellung war pünktlich, der Teig der Pizzen hervorragend, der Belag hingegen etwas spärlich. Für den Originalpreis zu teuer. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir gehen überhaupt richtig. Wir müssen halt fairerweise dazu sagen, dass wir jetzt die Lieferzeit nicht bewerten können, weil wir halt direkt davor sind. Ich habe tatsächlich bei Twitter gelesen, dass einer gesagt hat, jo, das ist die vegane, das ist die beste vegane Pizza, die ich je gegessen habe. Allerdings bei der normalen Pizza habe ich eher durchwachseneres Feedback bekommen. Ihr könnt ja gerne schon mal in die Kommentare schreiben oder bei YouTube, bei YouTube Kommentare oder bei Twitch in den Chat, was ihr von der Pizza haltet, wenn ihr die schon mal benutzt habt, ja, also probiert habt. So out of 10. Ich habe von vielen so 6 gelesen, 6 von 10, 7 von 10. Ein paar haben sogar geschrieben, ist eine Tiefkühlpizza. Mal schauen. Hi. Wir bestellen über Lieferando hier diese Dingspizza und können dann auch aber hier abholen quasi, ne? Besser zum Beispiel müsste ich das 429 Adresse geben. Ja. Man kommt vorne, man okay, aber die Adresse hier kann ich nicht angeben. Okay, also dann suche ich mir da hinten irgendeine. Okay. Okay, alles klar. Dankeschön. Gleiche Hausnummer. Ja, das geht. Ja. Kein Thema. Okay. Gut, dann bis gleich. Gut. Ich hatte kurz Brainlag. Ich habe kurz vergessen, was ich da wollte. Deswegen habe ich diese Dingspizza gesagt. Ich hatte kurz vergessen, weiß ich nicht, wer ich bin, wie scheiße. Ja, also Dingspizza, okay. Wow. Aber das ist interessant. Also ich glaube aber, das liegt halt daran, dass die das ja quasi nicht, also es ist eine eigene Pizzeria. Dürfen. Genau, und die dürfen das wahrscheinlich selber nicht verkaufen. Da hinten ist, da sind aber viele Kinder, da habe ich nicht so Bock drauf. Ich hasse Kinder. da ist so ein Skaterpark. Ja. Okay, ja, aber ich verstehe es so ein bisschen. Weil was ist das hier? Es ist quasi nur das Rezept, was, glaube ich, verkauft wurde an die Pizzeria, dass die das herstellen. Aber wenn dann auf der Rechnung bei Lieferando die gleiche Adresse steht, ich weiß nicht, dann könnte man so Geldwäsche denken oder so, keine Ahnung. Brille ist insane schnell. Nee, sonst gibt das doch bei Dings ein. Ja, das ist aber keine Adresse. Also ich habe auf jeden Fall das Dings schon mal hier gesehen. Ja, also nee, aber das Blaue. Meine ich. Ja, das habe ich doch schon mal gesehen. Das Gelbe. Das Gelbe? Nee. Was ist das nicht? Ah, das ist blau, okay. Schere es oben. So. Angie hat gesagt, ich soll das nicht machen. Schere das oben. Ist so komisch. Das fand sie komisch und dann hat sie es selber gemacht, hat sie mir aber erzählt. Aber als Joke. Als Joke, klar. Da meinte so ich meiner Kollegin, ich heb die Schere, das ist jetzt cool, Film macht das so. Und sie sagt so, was machst du? Egal. Und die hat genauso reagiert wie ich bei dir. Ich fasse es nicht. So, warte mal. Das war eine richtige Chris-Antwort, der hätte das auch nur zum Joke gesagt. Ja, ich glaube, wir sind richtig Top. Und dann gleich nach links. Gut, machen wir so. Ja. Wir sind hier in Düsseldorf-Rath, wenn ich es richtig verstanden habe. Pizzerien, mich dreht es komplett. Habe ich Pizzerien gesagt? Nee. Mhm. Das ist in die Mehrzahl. Pizzerias. Ja, aber, also ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Ich auch. Auf alle Fälle. Sollen wir einmal rein?
Chat, wir gehen einmal rein und wenn's, wenn Internet schlecht ist, dann gehen wir schnell wieder raus, okay? Ich glaube, zu tief rein sollte ich tatsächlich nicht. Ach, guck mal, Dirty. Sollen wir direkt das nächste testen? Shireen David. Ich habe den noch nie getrunken, tatsächlich. Ja? Nein, auf jeden Fall, aber okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder? Was sehen wir denn hier? Alter! Ja, safe, hä? Ja, ich will das Lilane. Ja, wir nehmen beide das Lilane. Wie geil ist das denn? Hä? Ist ja überragend. Mit dem Code King Phil spart ihr 5%. Auch hier an der Kasse? Nein. aktuell 3-4-2 Aktionen, auszeichnen Level Up in den Chat. Das ist der Einkauf. Entschuldigung. Danke für den Sippen. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt's auf diese Level Up-Dosen Rabatt? Nee, ich kenne das von so Influencern, die das so bewerben. Nee, ob das so, ob so Rabatt dafür gibt. So ein Rabattcode. Nein? Code Stylers? Okay, sorry. Dann. Ja, okay. Kein Problem. Mit Karte, bitte. Von das hier? Das sind so, ist so eine von der Gaming-Booster-Marke, die Hydrations. Monte? Nee, Monte ist bei Gamers Only gewesen. Aber fast richtig. Mach's gut, ciao. Boah, ich musste so Gott. Das Lachen verkneifen. Oh mein Boah, ich hab Gott. Fast so losgelacht. Das ich war, auch, wo du noch so, Stylers gesagt hast. So ich dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es ja aber Game Over, ey. Nee, Code King Phil konnte ich nicht bringen, Alter. Imagine. Junge. Und dann hätte der dich noch gefragt, wo streamst du gerade? Wie heißt du gerade? Ja, ja. Wie heißt du? King Phil, stimmt. Okay, aber ich hab durchgezogen, Chat. Das war witzig. Nee, Pizza testen wir noch. Wir müssen auch noch bestellen. Wir mussten erstmal eine. Testen. Da, nee, sowas mache ich nicht. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Aber ich werde gesiezt. Sind sie live auf Twitch? Das ist ein Ding. Guck mal, die sind irgendwie so voll extrovertiert auf Kontakt, aber die siezen einen. Das fällt mir so oft auf. Und dann komm mal her, Bruder. Komm mal her, Bruder. Können Sie zu uns kommen, bitte? Ja. Hallo? Ja? Ja, ein bisschen. Machen eine Fahrtrunde. Ja? Mit Matze? Mit Matze? Oh, das ist mein Spezialgebiet. Eieiei. Ei, ei. Ja. Okay. Ja, also. Wir machen jetzt eine Aktion von der Schule. Ja? Okay, ich wollte nur ganz kurz sagen, also die Mikrofone sind an, also ich filme das. Nicht, ja, ja. Nicht, dass du irgendwie die Schule sagst oder so, einfach nur. Ja, ja. Ja, okay. Was ist einmal eins? Einmal eins? Eins. Ja, 5x5? 25. 6x6? 36. 39 geteilt durch 3? Ja. 39 geteilt durch 3 sind 12. 3, ja. 13. Ja. 13. 7 mal 7? 49. 7 mal 9? 63. 56 geteilt. Wie mache ich mich bisher? Ist gut? sie hat nicht direkt Ja gesagt. Okay, ja. Hä, das war nur eine falsche Antwort. Ja, okay, ja. Achso, 56 geteilt durch 8? 7. 7. Durch die Note 2. 1 Minus. Ja, 1 Minus will ich aber auch. 1 Minus will ich auch gut. Okay, war's das? Ja. In welcher Klasse seid ihr denn? In der 4. Nice, cool. Sehr cool. Ja, dann schönen Tag noch. Achso. Okay, ciao. Ciao. Boah, warte mal. Das könnte der gut sein. Boah. Der hat guck mal, der hat Lieferando. Und ist zu Fuß. Und ist zu Fuß. Krass. Guck mal, ich steh mal auf. Das ist der Safe. Hier, nimm aber das Trinkgeld mal. Ach ja, genau. Wie viel geben wir, Chat? Wie lange war es denn jetzt? Er steht hier genau vor mir. Wir sind bei 30 Minuten. Das ist eigentlich solid. Und erzähl mir bitte nicht, dass der nicht auch gespawnt ist. Der sieht doch aus wie ein NPC. Mit der Latzhose und Jeans und dem Hemd. Er sucht die 22, ja, er sucht die, glaube ich. Krass. So. Freunde, gut. Aber der war nicht traurig deswegen, alles gut. Ja, aber er hat dann auch kein Wechselgeld. Ich gebe ihm jetzt keinen 10er, Chat, oder? Nee, hätte ich ihm 10er geben sollen? Nein. Ja, ich hab's nicht gelesen. Hättet ihr. Ah, jetzt tut's mir leid.
Hä? Das ist doch voll viel. Ein ist Zehner schon viel. Ist schon ein bisschen sehr heavy. Also sorry, aber... Oh. Gib nochmal den Zehner. Der ist um die Ecke. Der ist despawned. Ich muss beeilen. Der hat einen Cooldown oder so. Meine. Nimmst du jetzt die Kamera mit? Ja, oder? Ah, hier. Entschuldigung. Hi. Ich wollte ihm doch die 10 Euro geben. Ich bin extra nochmal hinterher gelaufen. Nee, alles gut. Ich bin für die 10 extra gelaufen. Hier, nehmen Sie. Nehmen Sie. Nee, alles gut. Dankeschön. Passt wirklich. Alles gut. Ich bin extra hinterher gelaufen. Tschüss. Kein Problem. Ciao. Ach, du Scheiße. Ich bin extra gelaufen. Wirklich. Ich hatte wirklich eine Geduldssträhne von 2 Zentimeter. Die ist sofort gerissen einfach nach der zweiten Rückfrage. Ganzer Chat sagt, nein, 10er ist zu viel. Oh, okay. Ich habe die ganze Zeit nur gelesen, gönn ihm. King James, danke für den 5er. Angie kriegt jetzt Nervenzusammenbruch, weil der Alert war jetzt nur bei Angie, nicht bei mir. Er hat sich sehr gefreut, muss ich sagen. Es hat's, ja? Auf Twitch, ja. Du kannst einmal Hallo sagen, aber ich habe da hinten eine Pizza, die will kalt ist. Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Ich hoffe, ihr genießt euer Essen, wenn es warm ist. Ja, ist sehr warm. Ja, freut mich. Liebe Grüße. Wie viele Zuschauer? 700. 670. 700, ich liebe. Es freut mich auf jeden Fall, euch kennengelernt zu haben. Tschüss. Das ist witzig. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass das dein Geld war. Das waren deine 10 Euro. Schade. Kein Problem. Boah, ich musste um 2 Blocks rennen. Ja. Der ist immer wieder despawned. Das war, ich kam mir vor wie in so einem Film. Er ist immer gerade so um die Ecke. Okay. Machst du die auf oder was? Ja, ja. Alter, okay. Ich muss näher kommen. Ich muss näher kommen. Noch näher. Ganz nah. Das ist ein Banger Thumbnail. Okay. So. Freunde. Oh, wow. Kurz an meine sogenannten Mitarbeiter. Ist das Thumbnail gut? Okay. Also, wir haben hier die vegane. Schade. Wir haben hier die vegane Pizza. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Pilze, veganer Käse. Der Rand sieht eigentlich okay aus. Also sieht eigentlich stabil aus, kann man nicht meckern. Yeah. Und wir haben hier die Salami. Die sieht eigentlich auch komplett normal aus. Wir haben hier nur Tomatensauce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Salami drauf. Käse. Aber der Teig fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich habe bei einem anderen Streamer reingeschaut, bei Celtics meine ich. Der hatte die getestet und der meinte, der Rand ist ihm irgendwie zu dünn oder zu dick. Ich habe es wieder vergessen. Aber so, man muss natürlich dazu sagen, wir sind ja ehrlich, aussehentechnisch, was gibt dir der vom Aussehen her? Hittet mich nicht komplett. Also es sieht jetzt nicht so übel krass aus. Ich finde da irgendwie der Käse, also das kommt von den Farben nicht so geil. Genau, sieht sehr normal aus, ja. Aber wenn sie halt normal gut schmeckt, dann ist ja top. So, nimm du nochmal bitte. Ich zeig nochmal, will mir nochmal genau die Fungi anschauen. Ich finde, die sieht geil aus. Ich glaube, bei der ist blöd, weil die halt so... Der Käse ist so weiß noch. Genau, irgendwie. Ja, der Käse ist ein bisschen weißlich und da ist so wenig Salami drauf. Ja. Außerdem gebe ich aber, also so eine vom Aussehen ist eigentlich... Also eigentlich kannst du nicht meckern. Vielleicht erwartet man ein bisschen Pizza. Mehr, weil es halt so... Übel Neues und so. Ja. Sollen wir zuerst Salami? Erstmal Salami, ja. Wir haben die Salami und wir haben die vegane Pizza gegessen, weil ich weiß, dass halt viele auch interessiert immer bestellt, weil viele es immer interessiert, wie die veganen Varianten sind. Du siehst direkt, was ich gut finde. Wenn man die Pizza so hält, das finde ich persönlich richtig wichtig, fällt die nicht so nach unten runter. Voll viele stehen da drauf. Ich mag das gar nicht. Ich finde. Wenn man die hinten festhält, darf die nicht so komplett runterfallen. Das ist mir persönlich bei Pizza sehr, sehr wichtig. Ich mag nicht diese, ich weiß nicht, napoleonisch oder so nennt man das, keine Ahnung. Eine Pizza kostet, ich schaue noch mal kurz, aber ich meine 12. Dieser King Phil. Sind Sie berühmt? Nee. Wieso gehen Sie live? Also was ist Ihr Content? Ich zocke eigentlich nur. Und jetzt esse ich gerade Pizza. Könnten wir vielleicht ein Stück haben? Selbstverständlich. Kennt ihr denn Trimax und Knossi? Ich kenne ihn wirklich. Ja? Ja. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes. Ah ja, schon Schweinesalami. Aber ey, lass uns danach mal in Ruhe essen, oder? Ja, klar. Das wäre korrekt. Aber esst ihr Schwein, weil es ist Schweinesalami, glaube ich. Ja? Schweinesalami? Ich glaube nicht. Geben Sie mir dieses Schild. Das hier? Okay, guten Appetit. Nee, nur er. Ich will auch noch was sagen.
Ja, du musst einfach hier die Adresse dann angeben. Oder wenn ihr in der Nähe wohnt, eure Adresse einfach. Aber ihr könnt nicht vor Ort essen. Alright, macht's gut, Jungs. Ich finde die Salami, muss ich sagen, ist sehr lecker. So sieht's aus. Das ist gut, oder? Ich kann noch ein bisschen weiter nach rechts ziehen, ohne dass es kaputt geht. Wir haben Dip. Ach ja. Ganz vergessen in dem Stress hier. Das ist der Dip Great Garlic. Habe ich persönlich noch gar nicht gesehen. Kannst du einmal aufmachen. Oh. Ich muss sagen, ich finde die aber lecker. Also es ist halt wirklich basic, sehr basic. Ist jetzt nicht eine geisteskrank gewürzte Tomatensoße oder kranker Käse. Aber die ist grundsolide so. Die ist nicht schlecht. Nee, es gab noch eine andere, die Trüffel. Ah nee, wir haben die Trüffelsoße. Oder? Ah, nee. Hoffe ich. Aber hast du keine Trüffelsoße bestellt? Warum? Zeig mal, was das ist. Warum? Garlic. Ist Aioli. Ich habe Trüffelsoße nicht bestellt. Warum nicht? Weil. Wow. Ich dachte, wir müssen das Aioli testen. Ich muss sagen, die ist krank lecker. Die Garlic-Soße ist überragend, was ich hier gerade esse. Ich bin positiv überrascht, weil die Bewertung, die ich im Internet gelesen habe, wahrscheinlich auch, weil die Leute irgendwie Knossi oder Trimax eins auswischen wollen, schreiben so harsche Kritik. Man kann vielleicht ein bisschen über den Preis reden. Aber die Pizza ist echt solid. Also die haut einen jetzt nicht komplett aus den Socken. Aber ich finde den Teig echt gut. Der schmeckt gut. Der Belag ist auch nice. Ich würde, glaube ich, eine 7 von 10 geben. Ich will noch ein Stück von der veganen. Aber wisst ihr, was ich meine, wenn die so hängt? Einzel-Chat, ihr findet es geil, wenn es hängt. Zweitel-Chat, ihr findet es gut, wenn es ein bisschen krosser ist, der Boden. Ich habe leider keinen Vergleich zu einer veganen Pizza, weil die ist wirklich gut. Aber ich sage euch ehrlich, die ist lecker. Normalerweise ist ja immer so, vegan, das schmeckt nach Fuß oder so. Riecht super und schmeckt gut. Ne? Also wirklich an die Veganer unter euch, die ist wirklich sehr gut. Also für meinen nicht veganen Gaumen. Jetzt müssen wir aber nochmal, also wirklich das Manko, so fair muss man ja sein. Pizza gebe ich 7 von 10. Die Salami war wirklich sehr lecker. Ich sag dir ehrlich, wenn ein bisschen mehr Salami drauf wäre, wäre 8 von 10, glaube ich sogar. Weil mir hat echt eigentlich alles gefallen. So, mir hat der Teig gefallen. Mir hat gefallen, dass die ein bisschen knuspriger war. Die hat auch eine gute Größe. Ne, guck mal, also das ist schon stark. Das ist schon echt ein dickes, fettes Stück. Und wenn ich das hier hinten halte, dauert es erst ein bisschen, bis sich das so beugmäßig. Von hinten auch nochmal. Ist echt gut gebraten, gebacken. Und hinten der Teig, den finde ich auch richtig schön. Der hat eine perfekte Festung. Hilfe! Gib mal eine Necke. Titan, danke für den Resub mit 15. Kuss. Es fehlt so dieses, so weißt du? Ja, also es ist eine Pizza. Es ist eine Pizza. Es ist eine Pizza. Es ist eine gute, solide Pizza. Also ich würde sogar sagen, es ist eine gute Pizza, ohne dass du die, das ist eine gute Pizza. Schmeckt gut. Die vegane ist, glaube ich, für allen für Veganer wirklich richtig lecker. Aber ich glaube, deswegen ist bei vielen das Feedback eher negativ ausgefallen, weil es ist eine Pizza. Ja, die haben zu viel erwartet, so. Mhm. Aber was erwartet man sich auch? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß doch gar nicht, was man bei Pizza alles so unterschiedlich machen kann. Okay, Fazit. Fazit Happy Slice. Alles in allem 7,5 bis 8. Aber wahrscheinlich eher 7,5. Ja, eine 7. Eine 7 ist gut. Eine 7? Ja. Also, ich hätte gern die Trüffelsoße gehabt, aber okay. Trüffelsoße hätte natürlich dann jetzt alles noch rausgezogen, mit einer 8. So richtig nice. Ja,